Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Need for Speed World. Und ja, wir fahren hier wieder mit dem Cayman S, das heißt mit Deep Hunt LP Nummer 1. Nicht mit dem anderen Account. Und ja, ich würde da mal gerne hier den Wagen wechseln. Und hier der Core-like, Decor-like, wie auch immer. Ich weiß es immer noch nicht. Ich kann es irgendwie nicht so richtig unterscheiden. Und ja, jedenfalls werden wir hier wohl ein paar Races together machen. Und hoffentlich, jedenfalls, hat sie Zeit. Ich hoffe es jedenfalls wirklich instinktiv. Und zwar werde ich mich vielleicht an den anderen Account, den hat es noch nicht angefragt. Könntest du aber machen. Dann würde ich mich mit dem da schnell anmelden, weil dann könnte man hier nämlich bei Aren verdient man anscheinend Boost mittlerweile. Das wäre nicht schlecht. Ne, Moment, da will ich es da nicht einbauen. Yeah, das bringt es her. Ja, installieren wir es einfach mal. Warum nicht? Jo, wahrscheinlich, ne? Bestimmt. Vielleicht auch nicht. Bin jetzt schon 130. Da merke ich gerade, der hier ist ja schon fast 400. Und er sieht auch ganz so schlecht aus. Und er hat auch Explorer-Kits. Diese Explorer-Scheiße drin. Ein Kopf war da. Und den hol ich gerade und verkaufe den Scheiß. Genau, der braucht bei mir. Ach, was ist Change Car? Oh mein Gott. Oh, Customisation. Skill Workshop. Verkaufen. 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 Genau so muss ich erscheinen. Erstmal 17.000 Euro verdienen. Ja. Oh mein Gott, jetzt habe ich vergessen, die Wagen zu wechseln, nimmst du zum Audi. Oder? Wollen wir jetzt einmal fahren? BMW. Den Law. Ja, der hier hat auch einen fetten Motor drin. 13.9, 3.4.9. Z4 hat hier nur eine leicht gute Aufladung. Okay, die Teile sind auch noch okay. Okay, und ein Motor hat auch schon drin, 3 Sterne. Der Cayman S natürlich alles mit 2er Sternen. Ach, der Voodoo-Crafting LP, das möchte ich auch in diesem LP erwähnen. Der wird ab heute wieder auch, oder vielleicht ab heute, mit uns zocken. Und zwar habe ich dem das gemacht, so wie in dem LP vorher erwähnt. Und zwar habe ich dem seinen Wagen eingelöst mit dem Code. Und da kam erstmal ein fetter Königseck raus. Leider nur A, obwohl eigentlich ganz gut, dass es ein A-Wagen war. Dann können wir nämlich zusammen racen, und zwar die A-Klasse, hoffentlich. Da können wir hier sogar um Boost fahren, das heißt jedes Mal das Event beenden. Obwohl, wir fahren erstmal ein paar 3-4 Rennen und dann fahren wir mal um sammeln mit dem Boost, und dann können wir uns jedes Mal so ein Auto kaufen. Ich hoffe, das ist nur nicht einmalig, sondern immer und öfters. Also ich werde mal gucken, weil bei dem B-Wagen war das bisher noch nicht so und das andere auch nicht. Dafür sind wir viel zu selten nicht mit die A-Wagen gefahren. Ich glaube, unser Wagen war und mein BMW war glaube ich schon B-Wagen. Dann weiter habe ich ihn nie getuned. Oh mein Gott, da war gerade ein heftigen Leck. Und ich habe gemerkt, irgendwie die Videos bei mir, die stottern eigentlich immer alle. Deswegen schreibt mir mal eine optimale Bitrate rein. Damit die Videos an sich nicht laggen. Das heißt, wenn ich aufnehme, weil je höher die Bitrate, umso mehr hängen die auf. Und die werden halt schlechter verarbeitet, habe ich auch gemerkt. Das hatte ich nämlich bei Battlefield so eingestellt auf 100.000, da wurden die Videos so richtig scheiße verarbeitet. Und man muss schon eine hohe Bitrate einstellen, das heißt, also schreibt mir eine Empfehlung rein. Ich habe Open Broadcaster. Wenn ihr wisst, wie man damit umgeht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe das nur gefunden zum Aufnehmen. Mehr auch nicht. Und ja. Ball like Whisper. Los auf Rennen in Aufnahme. Ich hoffe, die nimmt an. Ja, und dann fahren wir in der Zwischenzeit hier einfach nur so ein B-Race. Ja, das kennen wir jetzt auch schon auswendig. Ich habe ja auch schon eine Gruppenanlage. Ah, okay, da sind ein paar Level 60. F. Nur. Oh, die Karten hier sind aber echt gut. Den habe ich, glaube ich, sogar gezogen. Getuned beim einem. Mein Account, den werde ich als privat und den werde ich seltener benutzen. Ab und zu mal reingucken, zocken, wenn ich Lust habe. Wenn mir gerade hier die Autos nicht so gefallen, dann da reingehen, mit diesem VW mal zocken, habe ich schon nicht gemacht.
Ich muss gerade was trinken bei der Hitze hier. Oh, kein perfekter Start. Und der, oh, der Golf, der ging überhaupt nicht ab. Der ist ja fast am Start stehen geblieben. Oh mein Gott. Genau. Bauen wir erstmal hier eine freie Fläche. In meinem Handlingwagen müsste ich die hier eigentlich locker überholen. Leute, der fährt an die Dame nicht zu. Gott, du bist aber ein Nutzer, Alter. Scheiße. Wo ist der Gott MKGTI eigentlich? Der ist nicht auf. Ah, da ist er auch. Oh mein Gott. Ah. Ja. Jetzt haben wir hier so einen Dreiergrüppchen. Ja, macht euch mal alle fertig. Ich überhole sich. Geschielt so, weil nicht viele Leute so machen. Ich kenne geschielt. Für Leute, die hier nicht fast die World gucken, ihr kennt bestimmt alle The Forest, ist ein neues Überlebens-Survival-Horror-Game. Das spiele ich und es ist echt unglaublich. Gucken ist lustig, Leute, das muss man sagen. Schon sehr interessant. Zocken ist bestimmt 10-mal so schwer, das Spiel. Also, es ist noch so extrem verbuggt, dass es wirklich nicht so gut zum Zocken ist. Deswegen. Bug Reports auf jeden Fall, Bäume fällen ist kompliziert, also man baut es ab, ne? Wenn man Stein in der Nähe aufhält, ist man tot. Zu 100%. Das ist mir aufgefallen und ja, das ist natürlich ein bisschen kompliziert. Und ich würde sagen, der Core-like oder die Core-like, wie auch immer, also in-game heißt irgendwie Junge auch. Also will sie nicht preisgeben, dass sie ein Mädchen ist. Schreibt mir aber über YouTube, ich liebe dich. Ja, also. Da war mir klar, er ist ein Mädchen, Junge, kann es nicht sein, oder? Ich nehme das da natürlich nicht ernst. Ja, sowas nehme ich nie ernst. Wenn ihr einfach einer reinschreibt, ich liebe dich, da würde ich eher tippen, dass es eine Mutprobe gewesen war. Oder irgendein bekloppten Geschwister. Teil, irgend so ein beklopptes Geschwisterchen. Ich glaube, das kam viel zu spät. Alter, und die zwei da vorne, die rasen mir gerade davon. Weil von bestimmt welche da rechts kommen. Oh mein Gott, warum lenke ich da noch volle Kanne rein? Das ist nicht schlau. Aber auch der hinter mir ist auf jeden Fall ein gutes Stück weg. Er wird nicht schießen. What the fuck, was ist das für ein PKW? Ist das ein Polizist oder was? Da fickt er mir erstmal hinten rein, ey. Schneller, 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 der Golf GTI da. MKGTI, wie auch immer, ist scheißegal, finde ich. Hol ja voll ein, ey, der Kunden kommt da auch schon angeschlossen. Ich habe einfach nicht mehr alle Sachen hier umfahren und die Polizei nicht. Ja, komm, back noch mehr rum. Danke sehr. Wie, der ist schon hinter mir. Helfen tue ich mir auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, das ist ein starker Konkurrent rein. Hier da vorne kriege ich auf jeden Fall nicht mehr. Die haben 4000 Fuß Vorsprung. Oh ja, komm, übertreibe. Was ist das schon für eine Corvette, Mann? Der fährt doch eindeutig schneller als ich. Oh, da wurde ich schon vom Voodoo Crafting LP angerufen. Ich kann aber leider gerade nicht. Ich bin mitten in der Aufnahme. Also muss ich mir gerade. Okay, ich darf mich auf gar keinen Fall erwischen lassen. Oder ich guck gerade dahinter. Okay, passiert nicht. Okay, ich rolle eh gleich ein bisschen weiter. Also, wenn wir gerade ganz kurz minimieren. Komm, schneller, 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 schneller! So, damit er mir hier nicht auf die Nerven geht. Oh, jetzt ist das Spiel voll leise. Ja, ich bin gerade mitten in der Aufnahme, Alex. Nehme gerade Need for Speed World auf. Hast du es fertig gedownloadet? Nein. Was war das? Ja, ich glaube. Tja, du machst das jetzt. Also über die Schule, wenn du ja schon Folgen hochlädst. Ja, wenn du doch schon Folgen hochlädst. Hab ich schon, das hab ich vergessen heute Morgen. Ah, schön, du hast ja verpennt. Hab ich ja. Ja, da seht ihr mal, was das für ein Montag ist hier. Ja, Montag ist scheiße. Mhm. Montag sollte man Feiertag machen. Tag der Schulschwänzer. Ja. Scheiße. Sollte es auch mal geben, so ein Tag der Schulschwänze, wo man ernsthaft daheim bleiben darf. Das wäre echt cool. Okay. Doch, das wäre echt cool, wenn auch die Lehrer frei haben, die würde ich eher alle freuen. Ja! Ja, wetten wir, wenn man sagt so, ja,
Ja, könnten wir auch frei haben, auch mal so einen ganzen Tag Schulschwänzer frei. Ja, so, dann bestimmt alle. Nein. Und was wäre, wenn ihr auch ihr frei bekommt? Ja, dann gerne. Das ist eh so. Urlaubsgeld, so. Ja, 15.000 Euro und die Lehrer machen alle mit. Vor allem der Herr, also mein Klassenlehrer. Ja, oh, der würde sich freuen, solange der sein Geld bekommt. Ja, aber der ist selber cool drauf, also. Mit denen kann man über alles reden. Sogar über Religion. Auch wenn er voll stark nicht katholisch ist. Oder, also er ist zwar katholisch. Das heißt ja, die Christen glauben an die Wiederauferstehung. Ich bin Christ, ich bin evangelisch. Ja, und ich so, was ist da mit mir? Ich bin zwar Christ, aber ich glaube nicht an die Wiederauferstehung, sondern dass nach dem Tod nichts mehr ist. Was habe ich dann für eine Religion? Ja, so, ja, immer noch Christ. Ja, Ethik, genau. So, ja, aber ich glaube nicht daran, dass danach noch was passiert. Der Tod ist tot, also muss ich eine andere Religion haben. Wenn doch die Christen glauben, dass man wieder aufersteht, dann muss ich ja irgendwas falsch gemacht haben in meinem Leben. Alles falsch. Ach, Einfach alles falsch gemacht. ja, die sind ja schon alle im Ziel, ja, natürlich. Übertreib. Ja, klar, Mann. Ja, natürlich, der wurde ja auch noch erwischt, ne, und dann überholen die alle. 5000 Fuß in einer Minute. Ich muss ja wegen dir das Spiel minimieren. Da war meine Höchstgeschwindigkeit raus. Deswegen werde ich es, glaube ich, nicht mehr packen. Und die fahren eh gleich alle eiskalt ins Ziel. Sollen die. What the fuck? Was war das denn? Ja. Alter. Ja, da bist du gerade in der Kurve und dann wirst du kom die komplette Kurve zurückgeschossen. Ja, natürlich, dieser Lukas, der ist auf jeden Fall Hacker. Der war gerade eben bei mir sau weit vorne und auf einmal ist er hinter mir, ne? Das musst du dir mal vorstellen. Okay, wir schaffen das noch locker. Jawohl, gewonnen, unerwischt werden. Obwohl du auch noch angerufen hast. Und diese Call-Like, die sollten wir anrufen, dann werde ich dich nämlich aus dem Anruf kicken, bei dir auflegen und dann. No, Nitro 10-mal! Mein Gott! Downloadst du das Spiel jetzt oder was? Nein, dann kann am Anfang war da. Hab mit dabei, ja. Ja, schaut euch meine Minecraft-Folgen auch an, die sind ganz interessant, vor allem die neueste hier. Ja, die ist unglaublich. Sprint rein, fahr ich mal Singleplayer, weil online habe ich keinen Bock drauf. Das spielen nur Hacker momentan, muss ich sagen. Oh ja, komm, du Dodge Viper. Mein Gott, hat er den Schatten. Oh, guck mal, da fahren zwei gleiche Autos. Mit dir wäre echt cool zu fahren. Mit deinem Königsegg habe ich auch schon angekündigt, dass wir das da zusammenzocken werden ab und zu mal. Edelsteinjagd hatte auch den Tresur Hunter, nur den Lexus, aber der ist viel besser, muss ich sagen, als der Porsche. Also mit dem kam ich viel besser zurecht als mit dem Porsche, den ich habe. Wagen ohne Handling, die sind nur gut, wenn die niedrige Geschwindigkeit haben. Das heißt, du musst fett in den Kurven auf die Bremse gehen, mit 100 reinfahren, dann geht das noch. Und vor allem, da habe ich ja, ich habe ja noch den Deep Hunter B2 Account, gell? Da habe ich ja den, so einen C-Wagen bekommen. Der ist übelst gut auf Sprintrennen ausgelegt, ne? Kriegst du einmal Nitro gleich mal 80 km/h schneller. 80 km/h, ne? Nicht km/h. Jo. Das ist voll unnormal. Jo. Oh, wie schnell so. Ja. Jo. Ich höre mich leiser, ne? Nee, nee, ist gut wieder. Peter! Deine Kinder sind da. Bam Petersen. Der ist Petersen. Bam Petersen. Okay, das war irgendwie nicht sehr schlau. Egal. Nitro! Bam Petersen. Und direkt nochmal auf über 100 km/h geschossen. Der Gegner gegiegelt. Der Gegner. Nein, in der. Oh mein Gott, in die Tanke rein. Kurz vorm Ziel, schon wieder. Ich hasse das einfach, wenn ich da immer reinfahre. Don't So, cry. Don't Katapult, ey. Bitte nicht, oh mein Gott, Alter. Überlebt, ey. Letztes habe ich hier verloren. Mit dem Porsche. Carrera. Airtime, endlich. Ich glaube, es gibt sogar einen Scheißdreck. Ach, es gibt Scheiß auf jeden Fall. Yeah, 2.500 Geld. Ich bin Geld geil. Aber Aren, bring dir einfach mal. Ja, 10-mal Nitro. Als ob ich Nitro nötig habe. Okay, ich habe nur noch 8, aber trotzdem. Du bist ein Scheißdreck. Completed.
Aftermarket Job, da würde es mir viel mehr bringen, wenn ich nur noch 34 Teile anbringe. Ja. 100.000 Geld mit Level 15. Komm, oh. One thousand miles, okay. 1000 Miles. Ja, 25.000 Meilen fahren, dann kriegst du noch Felgen. Okay. Interessant. Ja, den Leute, der will ja echt aufs Maul, Leute. Whatever aufs Maul, ich hab ja schon besser gegeben. Cool. Es ist Ruhe gibt. Dressurhunter. Ein Dressurhunter completed. Pink Neon, wow. 25 Tage, 100.000 Geld. Ein Car Price, das weiß ich noch, das war ein BMW. Und Payday bin ich auch dran, 2,5 Millionen verdienen. So, wo ist das jetzt mit den Heavy... Enemy of... okay, ich muss nur noch 4 Millionen Sachschaden machen. Warum nicht, ne, Leute? Der Core-like, der ist irgendwie beschäftigt, habe ich das gefühlt. Gefühl oder inaktiv. Also irgendwie ist das voll dumm von dem. Der fragt mich erstmal an, schreibt mir dann bei YouTube in den Kommentar, glaube ich. Ich liebe dich, den ich irgendwie übersehen habe. 100%, da ich erstmal nachgelesen hatte. Dann sehe ich auf einmal, da steht da so, oh. Dann wusste ich so, ah, okay, ist auf jeden Fall ein Mädchen. So, okay, jetzt gehen wir. Ja, ich wusste das erstmal gar nicht. Da musste ich erstmal 50 Minuten. Tage, Stunden warten und dann. Ich weiß nicht, soll ich den Z4 holen? Mein Chevrolet Chevelle SS? Komm, hol mal unseren Chevrolet wieder. Und den ich davor noch getuned habe, ganz kurz. Aftermarket shoppen. Mal gucken, was wir so neu. Ich habe nichts Neues. Ich habe 800 Boost. Ich könnte mir hier ein lustiges Bodykit reinhauen. Für nur 570. Das sieht bestimmt voll hässlich aus. Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Sleep. Also auf jeden Fall besser als das für 950. Sleep. Jetzt weiß ich, woher die Leute auch eigentlich so recht viel in Müll herbekommen. Ja. Sleep. Ja, dann geh ich schlafen. Ah genau, ich wollte ja noch die Change Car und dann mal gucken, was der hier hat, der Audi 1. I love das failing. Mit dem Intrigo gefällt mir nicht so. Da hau ich lieber dieses schwarze Zeug rein, das sieht bestimmt cooler aus. Bevor ich das aber einbaue, probieren wir es aus. Das ist das Sheep! Alter. What? Hab heute alle Let's Plays nur Togethers mit dir am Skypen, Junge. Ich wollte dir noch schreiben, hab's dann aber vergessen, das hier reinzuschreiben, dass ich noch eine Folge Need for Speed mache, also gucken wir ganz schnell auf den Timer. 18 Minuten. Okay, ein Rennen haben wir ja noch drin dann, Leute. Dürft ihr euch freuen, ein Rennen noch mit dem Chevelle. Oder also lieber. Nicht mehr, nie wieder. Noch, natürlich schon, aber... Da, hier, der hat schon 45% Geldbonus auf Edelsteinjagd, mein Porsche. Also das ist schon gut, das Skill. Carrera. Porsche Carrera GT, ja. Ja. Total. Seven, join, Team Escape. Alter, mit dir wird das so lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dir joinen kann. LOL, yeah. Keine C-Wagenfahrer? Oh mein Gott. Was ich aber weiß, ist Drag Race gibt's aber auch für C-Wagen da. Join. Singleplayer. Boah, ich muss gerade was trinken. Ja. Oh mein Gott, da direkt mal beim Drag Race verkackt, ey. Geil. Oh, nur ein Good Shift. Trotzdem, der Gegner kriegt mich nicht. Einmal hier auf dem gelben fahren, da kriegt mich keiner mehr. Doch, der Laster! Oh mein Gott! Holy shit! Das ist doch noch ganz knapp vom Ziel. Wegen dem fucking Laster Dritter geworden. Das machen wir direkt nochmal. Das war die bessere. Das war richtig bitter, Junge. Oh mein Gott, da zieh ich erstmal Motor 3-1. Scheiße. Ja.
Join Singleplayer. Das einzige, was cool ist. Oh Junge, das ist so abartig warm. Wir haben Sport und dann noch draußen. Mein Strumpfhose war bis zu den Schuhen trocken, gell? Und danach war nur noch Hitze zu fühlen. Ja? Ja. Das war so ab. Ja, da war alles nur noch nass. Das hat sich so abartig angefühlt. Ja, komm, noch extremer geht's nicht, oder? Ja, komm, kick da. Natürlich, die können ja auch noch den ganzen Scheiß da benutzen. Jetzt bin ich, sogar letzter. Das muss man sich erstmal vorstellen, wie kacke das einfach ist. Oh mein Gott, ich hasse das. Ich hasse das, wenn der Gegner dich immer da reinschubst. Sogar die KI macht das, ja. So Leute, ich werde jetzt einmal richtig fett Geld sammeln. Also in Let's Plays, ohne Let's Plays. Immer fahren, fahren, fahren. Und da kommt schon wieder dieser Gegner. Oh mein Gott. Gegner. Ich lasse am Anfang immer den Gegner alt aussehen, weißt du? Ja. Und danach kommen diese fucking LKWs und dann ficken die dich weg, ey. Das ist überhaupt nicht schön. Nee, gar nicht schön. Ah, mehr Gänge habe ich gar nicht. Oh, okay, schön zu wissen. Mehr Gänge hat mein Wagen gar nicht. Also, what the fuck, da wurde ich umgenockt. Top Speed 152, das wäre auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich Vergehrsmagnet kassiert. Slingshot. Er wollte mich twisten. Okay. Auf jeden Fall. Keine Rennen mehr. So, dann gucken wir uns mal gerade ein bisschen in der Garage die Autos an. Mein Car Dealer. Ein Purchase Car. Und zwar wäre mein Traum, so ein C-Wang zu kaufen. So ein C-Wang. Und dann gehen wir einfach alle eine Marke nach der anderen durch. Okay, so ein Audi am besten nicht mehr. Obwohl, ein Audi habe ich ja noch gar nicht, ne? Okay, nächste Marke. Ein BMW M3. Okay, der wäre nicht schlecht für 850.000. Zu teuer, aber er wäre nicht schlecht. Vielleicht mal eine Option. Dann hier. Die Dodge Charger. Kann ich mir nicht kaufen. Dann Ford GT. 40er MK1. Zu teuer, finde ich. Einfach die Wagen. Dann hier einen Lamborghini. Okay. Dann den Lexus IS. Lambo! Lambo. Hieß der Rambo. Ich heiße Rambo. Fahre meinen Lambo. Dum, 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 dum. Ja, kommt übertreib mal, ey. Die Preise für die Autos sind manchmal nur so hoch. Für 700. Ja, und dann alles wieder Geld, Geld, Geld. Obwohl der Supra, den Supra wollte ich mir holen, weil der eiskalt und geil ist. So schön ist der einfach. Oh mein Gott, ey. Naja, am besten ist natürlich hier, ja, Gifts habe ich keine mehr. Limited Time. Oh, hier, mein Gott, diesen CTS-V, den Cadillac CTS-V, keine Ahnung, wie auch immer. Dann hier, ein S-Wagen. Need for Speed Team hat den kreiert. Boah, aber der Typ vorne sieht irgendwie hässlich aus. Hat überhaupt seine Auspuffblenden? Ah, da. Die Auspuffblenden. Wie auch immer der Scheiß heißt. Sind wir jetzt ein völliger. Ah ja, schon wieder so ein Need for Speed Car. Nämlich so nochmal so ein Ford. Und den Mirage. Oder der Mirage. Das wäre noch geiler. So einen richtig fetten S-Wagen zu kaufen. Kostet nur 7200 Boost. On Sale nichts. Und New. Gehen wir eine Marke nach der anderen durch. Nur 6900 mit. Zwei Sterne teilen. Alter. Schon wieder so ein Sprintwagen. Ja, doch so eher für Sprint ausgelegt. Dann für den da zahle ich nur den 5000 Buß für so eine Scheißkarre eigentlich. Gut, der ist übelst geskillt dafür, aber trotzdem. Aber schon lieber hier den Lord, der ist eindeutig besser. Oder ein Ford GT wäre nicht schlecht. 4800 Buß. Oh, nee, ey, das ist der Traumwagen von jedem Mann. Auf jeden Fall
Der Ford Lotus Cortina, ein Alltimer aus dem Jahre, keine Ahnung, und ach mein. Ich bin in der Aufnahme und hier werde ich genervt, das ist nicht wahr. Ja, zieh ab, Junge. Ich werde hier richtig fett belästigt, Leute. Unglaublich. Unglaublich. 13, 13, 9, 9, 17, 9, 4. Da seht ihr, was passiert, wenn man Geschwister hat. Kauft euch nie im Leben welche. Das ist eine Lektion für euer Leben. So, sell cars. Mein Nissan behalte ich. Wobei dieser Porsche Cayman S ist irgendwie gar nichts wert, nur 125.000, ne? So, jetzt guck ich mal gerade auf den Timer, damit meine Mutter in Ruhe geben kann. Und wir liegen bei 26 Minuten. Also gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst Like, Abo da, kommentieren natürlich nicht vergessen. Schreibt mir in die Kommentare, welches Auto ich als nächstes fahren soll. Und nämlich die ganze Folge lang und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Entweder mit dem Voodoo Crafting EP Together fahren oder einfach wieder alleine. Also haut rein, Leute. Tschüss.